Moin Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal G504 auf YouTube. Und nach einer längeren Zeit gab es jetzt mal wieder ein Update bei Fairwax Mania. Und zwar wurde jetzt mit diesem Update, zumindest in der hier in diesen experimentellen Servern, wurde jetzt der Mod-Support eingeführt. Und ich finde das sehr interessant. Einiges habe ich hier auch schon installiert. Und zwar, wenn man eben das Inventar öffnet auf Tab, bekommt man dann hier einen neuen Reiter. Und zwar eben den Workshop. Ebenfalls, wenn man im Menü ist, ja, gibt es dann auch nochmal einen neuen Button, wo dann eben Workshop steht. Und dann kann man das Ganze halt abonnieren quasi. Und dann hat man hier keine offiziellen Feuerwerksartikel. Außer halt diese Lilanen, die sind tatsächlich ja ein Test von Loimania gewesen. Also von dem Spielentwickler eben. Das sind so Tests. Kann ich mal ein paar hier mit rein. Der Vulkan ist hier leider umgekippt. Es gibt wieder neue Fontänen eben dadurch auch drin. Machen wir mal den. Was war das? Keine Ahnung. Testen wir jetzt einfach mal so ein bisschen. Oh, das habe ich vergessen, dass das das Rauch entzündet. Junge! Diese Batterie. Stell dich hin. Ja, gut. War jetzt alles an. Oh, das Teil nicht. Und dann mal so ein Single Shot. Ja, wie gesagt, das ermöglicht halt die Reichweite auch viel mehr, weil halt jetzt nicht nur der Spielentwickler Feuerwerkskörper reinmachen kann. Zum Beispiel hier gibt es auch die Mother Warsia von Leslie zum Beispiel. Ja, auch sehr nice auf jeden Fall. Und das erweitert halt die krass viele Möglichkeiten auch, dass hier mehrere, vielleicht auch von Vico etc. irgendwelche Feuerwerksartikel nachgebaut werden können oder so. Es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr nice Idee. Und ich denke mal, er hat sich wirklich da sehr viel Mühe gegeben und ist wahrscheinlich auch, das Ganze ist halt auch die Arbeit wahrscheinlich wert. Aber hier haben wir auch eine schöne Fontäne, hier die Orbs aus dem Workshop. Ja, dann haben wir noch so Teile. China Böller D zum Beispiel. Wo ich sagen muss, ist jetzt nichts krass Besonderes. Ja, ist halt so ein kleiner Mini. Ja, halt eben, das ist auch von Loimania. Die Teile waren gar nicht an, ne? Machen wir die auch nochmal. Also die Lilanen sind tatsächlich so offiziell so ein Mod-Test von ihm gewesen. Hoppala. Auch nichts krass Besonderes. So, also ich werde jetzt hier einfach mal so ein paar Artikel jetzt hier ausprobieren. Die sind sogar mit einem Schweif gewesen. Und der Explosionssound ist auch ganz nice hier bei diesen Palm Tree Rockets. So, können wir auch einmal nochmal verbinden hier. Let's go. Boah, ich finde das auf jeden Fall richtig nice, also. Die gelbe, dann haben wir hier solche Fireball Rockets, haben wir hier heruntergeladen. Ein Spooky, das war auch eine offizielle von dem Spieleentwickler Yellow Crackle. Und die sind, glaube ich, erst heute mit reingekommen. Tatsächlich zum Zeitpunkt des Videos, diese Bomber-Raketen hier. Machen wir jetzt alle einfach mal
nacheinander, die wir hier verbinden. Das ist jetzt diese Bombe abgeben. Die haben aber auch eine gute Standzeit, ne? Und der Rauch ist da auch sehr gut gelungen. So, dann haben wir jetzt hier auch so Batterien. Contains Sodium beispielsweise. Auch sehr schön mit dem Schweif. So eine Goldbatterie. Genau, wer sich auch für meinen Feuerwerks-YouTube-Kanal interessiert, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da werden eben Videos aus Silvester-News-Videos kommen, wenn irgendwie wieder dieses Jahr irgendein Verbot gibt, etc. Ja, Cut-1-Zünd-Videos, all das gibt es auf meinem Zweitkanal MT17 auf YouTube. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, würde mich sehr freuen. Noch mal weiter mit der Shining Algeria, Legia oder wie auch immer. Kleinere Ausbreitung. Boah, aber das sieht edel aus, ne? Wow, also. Ja. Okay, am Finale hätte man vielleicht noch ein bisschen was Besseres machen können. Aber ansonsten mega nices Teil. Also sieht wirklich nice aus. So, jetzt kommt das fette Teil hier. Herr Ratzi. Ich habe es schon mal gezündet. Ich glaube, F2 ist das auf jeden Fall nicht mehr. Das könnte schon in F3 oder F4 sogar reinkommen. Ich würde sogar sagen, schon in F4. Schaut euch das einfach mal an.
mega nices Teil. Also das lohnt sich wirklich, das Ganze zu abonnieren. Mega schönes Teil. Auch mit dieser Brenndauer. Und auch dieser Explosionssound, wo man dann merkt, das ist kein 30 mm mehr. Ja, also ich würde dann sagen, das war's mit dem kleinen, aber feinen Einstiegsvideo. Ich finde es sehr nice, dass das Ganze jetzt hier verfügbar ist hier. Das Modding. Bin mal gespannt, was demnächst dann noch alles mit reinkommt. Funkebatterien. Man weiß es nicht. Aber ja. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und genau, ganz kurz nochmal. Falls ihr Hilfe braucht bei den versteckten Gegenständen, dann habe ich dazu ein passendes Video dazu gemacht. Wird oben rechts oder jetzt eben am Ende des Videos mit eingeblendet. Könnt ihr euch gerne ansehen. Da findet ihr jeden freischaltbaren Gegenstand in dem einem Video. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Gefühl 4 und schön mit Öl.